Grüezi Kolleginnen, Kollegen, herzlich willkommen zu der Pressekonferenz nach dem Match, nach dem spannenden Spiel gegen GC. Ich möchte gerade dem Trainer Uli Forti das Wort geben und ihm zuerst noch gratulieren für das Erreichen vom Cup-Final. Bitte einen kurzen Kommentar zum Spiel. Danke. Ja, es war ein intensives Spiel gewesen, ja. Es war ein Spiel gewesen, wo zwei Mannschaften am Werk sind, die sich wenig geschenkt haben und wo sehr viel probiert haben, nach vorne zu spielen. Tendenziell war es so, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz hatten als Luzern. Aber Luzern hat natürlich mit den schnellen Leuten vorne immer wieder gefährliche Konter gefahren. Und das haben wir gewusst, dass wir uns da gut vorbereiten müssen. Und so sind wir dann auch verwünscht worden zum 1-0. Aber trotzdem hat die Mannschaft eine gute erste Halbzeit gemacht. Wir sind dann wieder zurückgekommen mit dem 1-1 auf den stehenden Ball. Und nachher in der zweiten Halbzeit auch gute Phasen wieder drin gehabt, wo wir auch gute Kombinationen drin gehabt haben. Aber der letzte Kick, der Killerinstinkt hat ein bisschen gefehlt. Und Luzern hat natürlich auch immer wieder gute Gegenstöße lanciert mit den schnellen Spielern. Und darum am Schluss sind wir zufrieden mit dem 1-1 und ich denke, es ist auch ein gerechtes Resultat. Danke für den Kommentar. Carlos Benegger, ein weiterer Punkt gegen den Tabellenzweiten. Bist du zufrieden mit dem Resultat? Vor zwei Wochen hatte mich natürlich schon gehofft, dass das ein Punkt gegen den Tabellenzweiten und Cup-Finalist, dann wäre natürlich ein super Ergebnis. Wenn ich sehe, was wie viele Torchancen noch gehabt hat, wenn ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil er hat sicher noch mehr drin gelegt in das Spiel. Ich teile das, was Uli sagt. Am Anfang der ersten vierten Stunde die haben eine Besetzung im Mittelfeld, eine kreative Abteilung, wo erlaubt Ball zirkulieren lassen. Wir sind in den zweiten Teil von der ersten Halbzeit besser ins Spiel gekommen. Natürlich, dass das Tor, wo wir machen, beeinflusst auch das Vorgehen. Hat mich gar nicht gefallen, wie wir das Tor verursacht haben, das Gegentor. In der zweiten Halbzeit entwickelt sich auch das Gleiche. Haben wir noch Schwierigkeiten, Vorsetzung nach dem Balleroberung, erste, zweite Pass. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir immer leicht, haben wir noch mehr Spielfluss gehabt, also Zeit und Raum für die Mitspieler sich nach vorne beteiligt. Wenn wir das gemacht haben, haben wir die Torchancen noch kreiert. Wenn wir das nicht gemacht haben, sind wir in Schwierigkeiten geraten, weil eben GC verfügt diese Potenzial. Und von den her, es ist wichtig, dass wir so dieses Spiel in so einem wichtigen Match so präsentieren könnten, auf gleicher Höhe. Publikum ist hinter uns gestanden, das hat uns sehr, sehr, sehr gut und sehr wichtig hat uns getan. Und ich denke, von der Situation, wo wir waren, nach einem Sieg und jetzt eine Unentschieden in der Tabellenzweite, ist okay, aber ich hätte gerne noch gewonnen. Danke für die ersten Kommentare. Ich werde gerade in die Runde schauen. Wo gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte melden, das Mikrofon warten. Danke. Daniel Wirsch, Neue Luzernzeitung. Carlos, können Sie noch etwas ausführen zum Gegengoal? Sie haben es kritisiert vor, können Sie noch etwas mehr sagen dazu? Ja, ein Foul auf die Seite, unnötig, wenn man zu spät kommt. Das ist und GC ist bekannt für diese stehende Bälle. Sind sehr kreativ, haben die gute Flankengeber und Spieler, die gut in die Luft gehen. Und da haben wir punktuell das analysiert und wenn das nachher passiert, ist doppelt so ärgerlich, oder? Nochmal, Dani Wirsch. Ein Vorwurf von Goalie. Gibt es einen Vorwurf von den Torhüter? Ich muss das genau individuell, also von den Aktionen her. Ich sehe von meiner Seite nicht richtig. Ich muss das genau anschauen. Nochmal im Video.
Aufgefallen sind mir die sehr vielen Fouls in der eigenen Zone. Aufgefallen sind mir die sehr vielen Fouls der Luzerner in der eigenen Zone. Sie haben das ja jetzt auch kritisiert beim Gegentor, bei diesem Freistoß. Aber es war sehr oft so, dass die Luzerner in der eigenen gefährlichen Zone fehlten. Gibt es da Massnahmen? Kann man das verändern? Ja, also wie wir den Ball haben und also vorne stand der GC, das ist eine Mannschaft, wo beherrscht seine Ballbesitz, wo sehr gut ein Positionsspiel hat und wenn du zu spät kommst, es ist möglich, dass du faul machst. Bodycheck gehört dazu, manchmal kommst du zu spät, Boden beeinflusst auch, es war sehr rutschig, manchmal kommst du zu spät, rutschig und dann machst du einen Foul, aber auf beide Seiten habe ich solche Situationen, wie richtige Uli gesagt hat, ist intensiv, geprägt von Duelle im Mittelfeld, in Angriff, in der Verteidigung. Und dann gibt es Momente, wenn man ein bisschen zu spät kommt, wo ein bisschen richtig reingeht. Aber das gehört in Fußball. Da, Marco Achermann, Sportinformation, Thüri. Uli Forte, was hat vielleicht Müdigkeit noch eine Rolle gespielt jetzt nach dem Göpfheit? Ja, es ist möglich, dass vielleicht ein Spürli Frische gefällt hat in den entscheidenden Situationen. Wenn ich denke, in der ersten Halbzeit, wo wir den Querball haben vom Steven Zuber, wo nachher 3-4 Spieler allein sind und können abschliessen und dann auf der Linie, glaube ich, der Michel Renkli, wenn es mich nicht täuscht, hat abgewehrt. Oder dann auch die zweite Halbzeit, wo der Milotic den Ball super auf den zweiten Pfosten wieder zurückbringt und der Frank dort den Ball nicht kann unterbringen kann. Oder eben dann auch die klarste in der zweiten Halbzeit, wo der Frank freigespielt wird, super Staffette und verzieht. Vielleicht war das schon ein Thema, das ein bisschen Frische gefehlt hat, aber das haben wir gewusst. Der letzte Match am Mittwoch hat uns sehr, sehr viel abverlangt. Darum habe ich auch rotiert, die eine oder andere Position. Genau aus dem Grund. Ich musste feststellen, wer noch müde ist, wer noch etwas in den Beinen hat und wer sich doch wieder gut erholt hat. Und dementsprechend haben wir dann aufgestellt. Weitere Fragen? Nicht der Fall. Dann danke ich recht herzlich fürs Kommen, wünsche Ihnen eine gute Heimkehr. Schönen Abend. Einmaliger Ort, einmalige Musik, ein einmaliges Erlebnis. Il Divo, das weltbekannte Klassik-Crossover-Quartett, begleitet vom Christoph Walter Orchestra, kommt am Samstag, 15. Juni 2013 für ein exklusives Open Air in Swissport Arena nach Luzern. Tickets und VIP-Packages gibt es im Vorverkauf auf www.typhoonmusic.ch. Präsentiert von Tele 1, Radio Pilatus und der neuen Luzerner Zeitung.